glaube ich, einen Multikill von sagenhaften 5 oder so gemacht. Alter! In einem Spielzug. Müssen aber echt doofe Gegner sein. Ja, das waren alles schwere Schwäber, glaube ich, oder so. Oh. Oder Mutants, ich glaube, das waren Mutants oder so. Oder Elite-Mutants. Mit einer Rakete habe ich die Deckung weggebratzelt und dann hat der Sniper, der hatte so eine Fliegerüstung, hat er einfach fliegend aus der Luft alle weggesniped. Oh, was? Der kann sofort eine Granate werfen? Bei mir war es so, ich habe mal mit einem Raketenwerfer Deckung komplett gerissen von zwei Mutants und einem Berserker. Und dann hat mein Sniper mit doppelter Portion bei eben die beiden Mutants weggefetzt. Und dann hat ein beschissener Zufall, keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe, 20% Trefferchance mit einer Pistole Berserker ausgeschaltet. Ach du Keine Ahnung, wie ich Kacke. das hingekriegt habe, aber es war Oh episch. lol, das Ding ist gestorben. Das ist schön. Dabei wollte ich es nur ansprechen. Okay, dann macht der Wolltest du Feldo es gefangen jetzt. nehmen? Nee, das die Vieh hier kann man nicht gefangen. Oh, Alter! Die Mechs hier rotten gerade alles aus. Es gibt nichts über einen ordentlichen Mech. Bestätigt. Da bekomme ich halt Kill irgendwie Lust, Titanfall zu bestätigt. spielen. Position Ich weiß, aber das bestätigt. Spiel ist noch lange nicht draußen. Ja, und mein PC wird es auch noch lange nicht packen. Will do. Das kommt Der dann noch neue dazu. dann, ja, aber der alte jetzt hier, nein. Der neue, von dem du noch keine Ahnung hast, welcher das sein wird. Ja. Der neue, der höchstwahrscheinlich noch später kommen wird als geplant, weil ich mir erstmal noch einen Schreibtisch holen muss. Alter. Alter, ich regeneriere mich, ja. Ich bin der Beste. Feldo in the Nice. Mac ist der Beste. Feldo ist der Der Beste. Cyberfeldo sozusagen. Position confirmed. Dann bin ich nicht Cyber. Du müsstest die Stimmen von den Mechs hören, die sind so episch. Ich kenne meine Stimme. Okay. Oder hast du die geändert? Nee. Aber trotzdem, es kommt immer wieder episch rüber. Jetzt müsst ihr beide erstmal nachladen. Moment, Moment, warte, warte. Ich brauche zu lange für den scheiß Soundeffekt. Ich brauche definitiv zu lange. Henny, schneller! Bist fast noch in der Zeit, was auch immer du machen wolltest oder willst. Nee, passt nicht mehr. Ich glaube, das ist schon zu spät. Auf jeden Fall regenerierst du weiter Gesundheit. Ja, ich wollte vorhin zum Nachladen was bringen, aber ich glaube, dafür bin ich zu spät. Das wird mir jetzt irgendjemand eine Nachricht schreiben müssen. Ja, so. Auf dem Handy. Oh mein Jesus. Aber über viel schwerere Rüstung und Bewaffnung zu verfügen. Es scheint eine bedeutende Weiterentwicklung zu sein. Daneben und der andere. Auch daneben? Nee, Trevor! Okay, da hast du deine schweren Schweber sogar. Yay, ich wollte Bisschen meine noch. schweren Schweber und ich hab hier meine schweren Schweber. Schweren Schweber. Ist irgendwie ein Kackwort, wenn man das schnell hintereinander sagen muss. Musst du ja nicht. Schwere Schweber, schwere Schweber, schwere Nein, Schweber. ey, das passiert mir immer. Ich guck, ich klick. Ich weiß gar nicht, wie das möglich sein soll. Die öffnen immer die Türen, wenn ich andere Leute auswähle. Wir Richtig können andere Leute aus. gerusht. Zum Glück war da nichts. Ich will allerdings den Typ mehr töten. Dazu muss ich leider. Und der Anrufer macht das Ding. Bäm. Sag ich doch. Oh, und in der Zone war das. Das heißt, er kann jetzt einfach nochmal drauf ballern, aber erst wenn der Fellow einmal einen Schuss oder der Robocop einmal einen Schuss abgesetzt hat. Den hässlichen. Distrikt 9. Warum das? In der Zone! Hä? Irgendwo gab es mal einen Zusammenhang. Ja. Ja, also nicht Tribute von Panem, falls du jetzt darauf kommst. Ja, District das 9, ist. das gab es noch einen anderen Film. Das war dann auch so ein Zonenteil, also passt schon. Ich habe mir gerade keine Ahnung mehr, welcher Film das war. Kommt mir jetzt gerade nicht so bekannt vor. Glaube ich. Dann, keine Ahnung, bist du doof? Ja. Vielleicht hast du einfach einen Film erfunden, den es gar nicht gibt. Nee, das passiert nicht. Es Das kann glaube ich vielleicht sein, dass sogar. ich 10.000 Filme gerade zusammengemischt habe. Das schon, aber Film erfinden, den es nicht gibt, das mache ich nicht. Wenn, dann mixe ich nur welche zusammen. Habe ich den Fusionsteil. Ein Fusionsteil. Fusionsteil. Ist ja auch egal, Hauptsache ist, du hast den schweren Schweber ausgeschaltet. Ja, ich mache sowas im Schlaf. Du warst aber wach. Weißt du das?
Ja. Woher? Ja? Weil du eine Gesundheit wiederhergestellt hast. Oh. Das verflucht! Wach sein. Ich höre böse Mech-Wesen. Was war das? Das war nicht das Geräusch, was ein Mech-Wesen macht, auf jeden Fall. Das war ein Boomer. Das war ein... Schade, hier haben wir keine Menschen und keine Kristalline, sonst hätten wir einen Boomer haben können. Ja... Nein, auch nicht. Das mag nicht besonders wissenschaftlich klingen, aber das sind Zombies. Echt, wie Wahlen das sagt, die Doktorin. Ich finde das so zum Kotzen. Ja. Zum Kotzen! Ja, zum Kotzen, ne? Boomer-Witz! Die Höchstleistung, Höchstform. Aber wo kotzen die schönen, ekeligen Gedärme, die da unten in der Erde rumschwirren, sind auch schön. Headed there now. Ich habe das Gefühl, dass das was anderes. Ich möchte es gar nicht wissen. Fettdrüsen! Lass eine ordentliche Fritteuse dazu, ein paar Pommes und mal ein ordentliches Abendessen. In Wirklichkeit ist es hier alles eine riesige Fritteuse. Den Verdacht hatte ich schon die ganze Zeit. Ne? Ich bin episch, oder? Ich weiß einfach alles. Die riesige Alien-Fritteuse. Ja, wenn du so eine riesige Invasionsarmee hast, irgendwoher muss das Essen kommen. Okay, das stimmt sogar. Ist mal ehrlich, Kristallin ist uns Menschen, aber was macht der Rest? Die Mutants, Schweber. Die essen auch Menschen. Ne! Dann würden sie die Menschen, die sie gefangen nehmen, essen und nicht in diese Kapseln da stecken. Ready to engage hostile targets. Vielleicht sind das Nahrungserschaffungskapseln. Noch mehr Menschen? Das heißt, wenn wir die Alien-Invasion verhindern und dann die Kapsel öffnen, haben wir 20.000 Menschen mehr? Vielleicht bauen die einen Reaper. I'm here, a witch. Understood. Moving out. Falsches Spiel, verdammt! Was? Ich hab ne Witch gehört. Ja? Nein. Oh. Ja. Ja? Nein. Oh. Wir drehen durch. Ich weiß. So, ich geh jetzt mal extra ein bisschen anders auf den Nerven als sonst. Und allen meinen Freunden bei Steam damit auch. Aber das muss ja einfach mal sein. Alter, so, ich lüfte jetzt mal das große Geheimnis dahinter. Ich arbeite mit ein paar Programmen, um Videos, die ich mir bei YouTube runterlade, in MP3s umzuwandeln und der ganze Kack, damit ich ein bisschen was arbeiten kann. Diese Programme kann man als teamfremdes Spiel... Ich wollte es nicht glauben, aber offensichtlich führten die Aliens Experimente an den Entführten durch. Was haben sie damit nur bezweckt? Schon wieder nackt drin baden. Ja, also und diese Programme kann man dann bei Steam als teamfremdes Spiel angeben und die kann man umbenennen und dann ist ein haarloses Umwandelprogramm dann Watching Pornos. In Wirklichkeit ist es Watch da wirklich Pornos. Klar. So. So, jetzt bin ich wieder im LP-Upload. Jetzt muss er sich schon wieder räuspern. Bedeutet, ist dir mal aufgefallen, dass du dich viel zu oft räusperst? Das kommt davon, wenn ich zu viel spreche. Momentan mache ich hier den großen Sprechpart. Ne? 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 Du laberst einfach, du laberst zu viel. So viel, dass ich nicht mehr räuspern muss, oder was? So viel, dass ich mich wiederum räuspern muss. Ich räusper mich für uns beide. Klar. Ich hätte mir was zu trinken holen sollen. Ich habe was zu trinken. Na, ich nicht. Schick mir mal das Programm rüber. Das Trinkprogramm? Ja. Das könnte allerdings schwierig werden. Warum sind hier eigentlich so wenig Aliens? Weil es die Alien-Basis ist? Ach dann. Hast du schon jemals eine besetzte Basis gesehen? Ich ja nicht. Ich schon. Das war bisher immer so. In all meinen Strategiespielen, die Hauptbasis, die man immer groß verteidigen muss, ist komplett leer und ich habe alles im Fußvolk nach draußen geschickt. Damit, wenn ein kleiner Spion-Trupp in die Basis reinkommt, ich sofort im Arsch bin. Macht man doch so.
Ja. Das ist immer das. Das ist das Schlimme, wenn man seine ganzen Aliens auf irgendwelche UFOs setzt und damit dann abgeschossen wird. Oder halt nicht abgeschossen wird, wie wir gerade gesehen haben, im letzten Part oder so. Oder in den letzten drei. Vielleicht sogar während eines Schnitts, wo du den einen geschickt hast, der musste zurück und im zweiten Part, also in der Rauchfolge. Vielleicht war das alles ein großer Cliffhanger. Ja, wer weiß. Jetzt ist es ja kein Cliffhanger mehr, aber jetzt ist es ja schon passiert. Für uns ist es ja eine Aufnahme. Ja, vielleicht ist das ganze Leben ein Cliffhanger. Das macht zwar nicht mal Sinn, aber es hört sich schön an. Na, du es auch nicht, aber... Jetzt macht mein Leben keinen Sinn mehr, ich schmeiß die Aufgaben hin. So. Ne, das war's. Was macht raus. Schmeiße hin? Ich mach mein Leben hin. Tu das. Ich werf mich in den Busch. Hab keinen. Oh, und ich schmeiß mein Kabel aufs Mikrofon, das ist super. Roger that. Ich schmeiß mich in den Busch und mein Kabel aufs Mikrofon. Ist auch geil, ne? Ja. Hier versammeln sich so ein paar Aliens gerade. Sehe ich nicht. Dass du da umzingelt wirst. Ich bin Rino? Ja. Das ist ein Spitzname. Geiler Name. Oh oh. Das sind... Die Alien-Runde wird lustig. Was haben wir gelacht? Okay, vor allem trifft alle nicht, das ist der Hammer. So, zum Glück ist der Drache noch da. Der rettet die Show. Oh, der hat sogar getroffen. Der Drache hatte die niedrigsten Trefferchancen, aber trifft als einziger da. Als einziger. Was sind das denn für geile Daten, die du da bei den Gegnern drumherum hattest vorhin? Keine Ahnung. Aber sie sind auf jeden Fall da. Sehen geil aus. So, wenigstens eine Drohne ausgeschaltet. Die so ziemlich die wenigsten Bedrohung, die niedrigste Bedrohung ist. Darstellt. Ja, ich glaube, die machen immer nur einen Damage, ne? Nein, jetzt nicht, aber. Du hast ja getroffen. Ich treffe immer. Zu 80%. So, die Drohne zieht sie zurück. Das ist schon mal ganz gut. Dann greift sie wenigstens nicht an. Der Typ ist ziemlich mutig dafür, dass er nur noch zwei Leben hat. Ja, der hat nur noch zwei Leben. Ich würde mich dann auch opfern. Oh mein Gott, 12 Schaden. Läuft. Und der hat jetzt noch sogar die Deckung kaputt gemacht. Agent J. Okay, der müsste eigentlich stabilisiert werden, aber erstmal möchte ich jetzt die Viecher loswerden. Ja, ich würde auch erstmal die Viecher loswerden, wenn ich ehrlich bin. Was bringt es, jemanden zu stabilisieren, damit er gleich wieder umkippt? Oh, mit einem Leben überlebt. Rodolphus Bonsai? Ich habe den Bonsai? Spitznamen nicht, ich habe den Spitznamen nicht gegeben. Huch. Hilfe. Okay. Automatisch zu speichern. Da hab ich, ja, dein, Spiel hab... leckt, dein Spiel leckt übrigens immer, wenn du automatisch zu speichern hast. Dass du dich jedes Mal drüber wunderst, auch in Stardrive. Finde ich lustig. Also früher Stardrive, als ich mir das noch angeguckt habe, als du noch was hochgeladen hast. Ne? Jetzt gehe ich ja nicht mehr. Nee, normalerweise leckt das hier nicht beim automatischen Speichern. Ich glaube auch, ich habe aus dem Fenster geklickt. Okay, das passiert auch. Nur weil mein Fensterbruder spielt. Das ja leider machen muss, da ich sonst nicht zugucken könnte. Ja. Hallo. Du guckst Trot. Zu? Nee. Ich bin dabei! Ich bin ein Teil davon. Du weißt übrigens, dass du dann bei den Parts, wo ich mitmache, du oben in, mit reinschreiben musst. Ach ja, du schreibst das ja oben nicht rein, von wem das Spiel ist, ne? Mach's ja mal unten in der Beschreibung. Ja. Musst du in der Beschreibung, glaube ich, mit reinschreiben, ne? Das ist ja schon klar. Werde ich machen. Kinetischer Schlag. Werden wir sehen, genauso wie wir sehen werden, ob da an das Bild gedacht genau. hat. Oder an den Link oder an was auch immer. Die E-Mail-Adresse. Genau. Und was für ein Link? Ich habe noch gar keinen Link genannt. Ja, die E-Mail-Adresse und Links sind doch fast das gleiche. Nein. Übrigens, ich warne vor, an alle, die das in den letzten Paaren ausprobiert haben, die E-Mail-Adresse gibt's nicht.
Was? Warum nicht? Sie hat vielleicht aufgeblinkt. Ja, sie hat aufgeblinkt. Vielleicht. Wissen wir ja nicht. Also sie hat eventuell aufgeblinkt. Wenn er im Nachhinein dran denkt. Also, aber die gab's nicht. Also wenn sie aufgeblinkt hat. Das ist so krank. Ja. Wenn sie aufgeblinkt hat, dann gab's sie nicht. Wenn sie nicht aufgeblinkt hat, dann gab es sie auch nicht. Dann gab es sie erst recht nicht. Ja. Wobei, ich bin jetzt kurz davor, sie mir zu erstellen. Ach nö, geht nicht. Das ist ja der du eigene hast niemals, ich weiß doch nicht mal, welche ich dir jetzt einblenden soll, weil du mir gar keine... Weil ich jetzt gar nicht weiß, welche ich einblenden soll. Wenn du ich habe ja eine genannt. Ja? Musst du dann im Video nachgucken, was ich gesagt habe. Das musst du dann tippen und dann einblenden lassen. Okay. Ist auch irgendwie lustig für die Zuschauer, die das da gesehen haben, jetzt erfahren, wie wir das besprochen haben, wie sie es da sehen sollten. Das ist echt krank. Ich glaube, das werden die kränkesten drei Parts oder so, die ich je gemacht habe. Naja, wir sind jetzt schon über... Okay, sind bisher... Doch, sind... Nee. Wir sind noch nicht... Wir sind gerade im dritten Part, grob geschätzt. Okay, wie lange haben also, wir... Wenn du davor nichts hattest, was du mit in den ersten Part mit reingeschnitten hast, dann sind wir jetzt noch im dritten Part. Wir sind bei 52 Minuten. Okay, ihr werdet vor allen Dingen sehen, was hier abgeht. Ich bin sehr gespannt, wie das alles mit dem Schnitt und so laufen wird. Und ich muss immer noch unser Multiplayer-Battle hochladen. Ja, bei mir kannst du es knicken, also ich hab's ja auch aufgenommen, ja. Aber bei mir kann man es knicken, denn mein Ton ist weg. Ein Turm. Also meine Stimme war nicht dabei. Und ja, das Spiel ist auch total beschissen. Wir können ja vielleicht bald mal ein neues machen. Oh Gott. Oh Gott. Dann stellst du dich vielleicht besser an. Ja, ich habe jetzt doch eine leichte Ahnung vom Spiel. Also könnte sein, dass ich mich besser anstelle. Beim ersten Battle, das er ja hoffentlich irgendwann mal hochlädt, ist es so, ich hatte keinen Plan vom Spiel. Ich hatte das Spiel ganz früh, ich habe gefragt, ey, lass mal ein Battle machen. Er meinte, ja, lass mal machen und dann... Dann ging's los. Und dementsprechend spiele ich auch. Aber so schlecht waren die Spiele gar nicht. Also beim letzten war ich nicht so scheiße. Ich hab zwar volle Kanne verkackt. Oh, ein McTweet. War nicht so scheiße. Und er ist im Feldposten. Der sieht geil aus. Wo ist Bedolfus? Da ist Bedolfus. Der muss nämlich erstmal das Feuer auf sich ziehen. Blitzschnelle Reflexe, wie damals. Alter, ist ja aufgebaut wie ein Druidika. Auch so mit dem Schusssystem. Mehr oder weniger. Epic Nerdwissen! Druidika sind jetzt nicht unbedingt das Nerdwissen. Ich glaube, die sollte man kennen. Ja, eigentlich schon, aber. Wenn man schon mal was von Star Wars gehört hat. Haben die wenigsten. Ja. Wer weiß heutzutage noch, was Star Wars ist? Ja, ist ziemlich hipster. Das ist das komische Ding, was gerade von Disney aufgekauft worden ist. Genau. Sollte man auf jeden Fall schon mal so irgendwo von gehört haben. So halb. Ja. So halb. Ist eine relativ kleine Filmeserie, für die es nicht kennen. Eine ja, irgendwie schon. Eine kleine Trilogie. Das sind 6 Filme. Achso, es war ursprünglich eine Trilogie und dann kamen nur 3 Anfangsteile und dann, ach, keine Ahnung. Ich kenn's halt auch nicht, ich hab's auch noch nie gesehen. Ja, es gab zuerst für uns heutige Menschen den 4., 5. und 6. Teil, das waren die ersten, die gedreht worden sind. Und dann hat man eine Vorgeschichte dazu gedreht und das sind dann jetzt aus heutiger Sicht gesehen der 1., 2. und 3. Ja. 4., 5. und 6. Also gehören einfach zur Geschichte, die muss man, wenn man die ersten 3 gesehen hat, auch mitsehen. Sind aber definitiv schlechter gemacht, was die Tricks angeht, gehören aber mit zur Geschichte. Die ersten 3 sind von der Geschichte her noch beschissener. Haben aber die besseren Effekte. Das machen die Aliens also zum Zeitvertreib. Hashtag Star Wars muss man mindestens einmal gesehen haben. Stimmt. Exakt. Und jetzt habt ihr es gelesen. Also ist es so. Alles, was geschrieben ist, ist... Gottes Wort. Ist korrekt auf jeden Fall. Siehe Bibel. Sobald etwas geschrieben ist, muss es echt sein. Bibel. Das Buch zum Film.
Was? Was? Sorry. Deine Reaktion ist die beste. Oh, geile Geschichte, muss ich übrigens dir noch erzählen. Muss halt einfach sein, auch wenn ich mich damit voll blamiere. Du weißt noch, wie wir Nightmare uns aufgenommen haben, ne? Ja. Ich war ja so richtig kater Kerl und ihr habt euch voll verjagt, aber ich bin meistens Standard geblieben, ne? Kann heute sein. Heute gegen Drachen MW3 Battle gemacht. Ich mit meinem Sniper und Herzschlagsensor. Sehe auf dem Herzschlagsensor, wo er ist, und achte rein auf den Herzschlagsensor und nicht mehr auf die Karte. Sehe, dass er vor mir ist. Er messert mich und ich erschrecke mich volle Kanne und schrei ins Mikrofon und spring vom auf und fall fast auf den Boden. Echt, ich seh ihn auf dem Herzschlagsensor und weil er mich messert, erschrecke ich mich. Und da, auch daran war dein Tisch schuld, ne? Nein, das war. Ich hab mich einfach nur verjagt, hatte Herzinfarkt und konnte die nächsten 10 Minuten nicht mehr. Aber echt, ich mach Nightmare House ohne Probleme, aber erschreckt mich, wenn Drachen vor mir steht in MW3. Aber kannst du Nightmare House nicht? Oh mein Gott, noch so ein Vieh. Nein, kann ich nicht. Ich hab Nightmare House auf Leidend gemacht. Ich hab von einem anderen Let's Player das Spiel gesehen, hab mir den ersten Part angesehen, dachte mir, ist geil, hol's dir und guckt das Let's Player nicht weiter, um dich nicht zu spoilern. Ich habe mich letztendlich am Ende nochmal gespoilert bei den zwei Enden, um zu wissen, ob das zwei Enden gibt, damit ich da dann was basteln kann. Also beim Ende habe ich mich gespoilert, ob es da mehrere gibt und wie man die erreicht. Und da habe ich mich dann leicht gespoilert, aber nicht erfahren, worum es in der Geschichte geht. Weil sonst hätte ich mich von den beiden anderen nicht auch übersetzen lassen müssen. Also die nicht übersetzen müssen. Das, was ihr ja getan habt. Oh shit, das könnte ein bisschen ungünstig jetzt ausgehen. Was hast du denn vor? Hab ich gar nicht so richtig erkannt. Auf jeden Fall den Fell oder irgendwie lebend rauskriegen. Das ist schön. Das ist echt schön. Rücke vor. Jetzt wird nicht durch den Feld. Okay, wurde nicht durch den Feldposten getötet, dann ist schon mal. Bin wieder feuerbereit. Ah. Ich habe jetzt gerade irgendwie das Lied aus Portal 1 im Kopf. Still alive. Warum das? Keine Ahnung, weil ich überlebe. Okay. Und weil ich irgendwie gerade an GLaDOS denken muss. Wie kann er mich da sehen? Er sieht dich nicht, er schießt blind rein. Das für die sind alle GLaDOS. Die Leute hier, glaube ich. Und wo ist Wheatley? Genau, ich müsste eigentlich noch einen machen. Einen Mech-Soldaten, der ist ein Wheatley. Hashtag. Ah, ne, das ist kein Hashtag. Erstens das und zweitens. Das kann man das da unten jetzt gerade leider nicht sehen. Ja, Steam-Emoticons sind irgendwie kacke, wenn man die so schreibt. Also, die kann man. Ja, da muss Steam noch, glaube ich, ein bisschen arbeiten, bis man die so in dem eingeblendeten Teil dann auch richtig erkennt. Ja. Auf jeden Fall soll das gerade Wheatley darstellen. Ja, also da gibt's dann so ein Emoticon, das aussieht wie Wheatley. Alter, das ist Felder, wie wir ihn mögen. Gegner aus dem Schwung. Und Felder, wie er fast tot ist, vor allen Dingen. Ein bisschen Action muss sein. Der Anzug hat seine Vorteile. Okay, das reicht langsam mit der Action. Felder hat gerade gesagt, der Anzug hat seine Vorteile. Ja, also ein Anzug hat seine Vorteile. Ja. Ob man es glaubt oder nicht. Oh mein Gott, da kommt ein Viech angesprintet. Oh mein Gott, du hast zwei Leben. Hat noch irgendjemand ein Medipack? Natürlich nicht. Geile Scheiße. Ja, besser gesagt, große Scheiße. So, erstmal eine Rakete ins Gesicht schmieren. Treffe ich den da überhaupt? Komm, es muss da eine Möglichkeit geben, den Schweber auch noch zu erwischen. So hast du ihn. Also habe ich das Vieh da unten nicht. Ich kann nicht beide treffen. So, ich habe das Gefühl, so hast du beide. Also bei mir sieht es aus, als ob du. Moment. Nee, an dem Monitor! Nee, so hättest du beide.
Nee, der leuchtet nicht rot auf, der Typ. Das ist klar. Der Typ da oben. Wenn ich zwar lauter und leiser bin, da liegt das daran, dass ich die Entfernung zum Mikrofon verändere. Weil ich mich anders hinsetze. Kannst du nicht hingehen und einen kinetischen Schlag in die Fresse? Ja, aber dazu muss ich ihn ja erst schwächen. Weil da hatte ich ihn gerade, glaube ich, den Schweber auch. Oder? Ja, doch, so habe ich ihn auch drin. Also Feuer! Bam! Badass! Feldo, bitte stirb jetzt nicht! Das ist Action pur! Und wie es weitergeht, erfahrt ihr entweder jetzt oder im nächsten Part, je nachdem, wer schafft. Entweder jetzt oder im nächsten Part. Auch nicht schlecht. Ja, wir haben keine Ahnung, wie wir schneiden. Also er hat keine Ahnung, wie er schneidet und ich habe die Ahnung noch weniger, also formuliere ich es anders. Also hier weiß niemand irgendwas. Mit anderen Worten. Ja. Es ist sein Let's Play. Weiß nie irgendwas. Ich weiß, meine Let's Plays laufen. Immer der Nase nach. Stimmt. Der hat immer noch relativ viel Leben. Warum macht er das? Weil er dich nicht mag. Das könnte sogar stimmen. Wenn der trifft, dann haben wir ihn. Wir haben ihn. Weil der Feldo sollte jetzt eigentlich in den Nahkampf gehen, aber macht er doch nicht. Das ist zu riskant. Ja, mit zwei Leben ist wirklich riskant. Wenn ich einen rotblinkenden Bildschirm hab, ne, wenn ich in Last Stand bei MW3 liege, gehe ich auch nicht mit dem Messer in den Nahkampf. Nicht? Nee, ist ein bisschen schwer, ich komme nicht vorwärts. Ja. Das hat, Last Stand hat so seine Nachteile. Der letzte mit zwei Leben rennt da weg, ey. Mit einem Leben, meine ich. So, Feldo hat sich nicht mal repariert. Das finde ich ja toll. So, dann muss Robocop jetzt mal vorgehen. Position confirmed. Oh, ja. Guten Tag. Woher kennst du eigentlich einen Robocop? Den kennt man so, glaube ich. Woher kennst du ihn? Wie hast du den Robocop kennengelernt? Boah, wo soll ich das wissen? Ich habe ihn kennengelernt, als er bei mir vor der Tür stand, angeklopft hat und gefragt, ob ich Benzin hätte, denn seiner ist ausgegangen. Hast du ihm Benzin gegeben? Nein, ich hätte selber keins. Ich habe ja noch keinen Führerschein. Du hättest trotzdem Benzin da haben können. Nein. Ich habe meinen Vater gefragt, ob er ihm was geben kann. Also hat mein Vater ihm dann gegeben, aber ey, ich damals, ne? Na gut, habe ich den RTL 2 gesehen. Ich habe auf Stargate gewartet und dann lief das davor und da habe ich ihn kennengelernt. Das ist meine wahre Geschichte, wie ich Robocop gesehen habe. Und Gott, ist das scheiße schlecht! Gott, ist das scheiße schlecht, macht aber Spaß. Muss man gesehen haben. Oh Gott, ist das scheiße schlecht. Ich muss sagen, ich habe es noch nie gesehen. Und ich bin mir auch unsicher, ob ich es jemals sehen werde. Sei froh, wenn du es nicht siehst. Ernsthaft. Das ist mir doch dann schon zu alt, das ist nicht mehr meine Generation. Meine ist es auch nicht, trotzdem kenne ich's. Ja, ich kenn's auch, aber ich hab's noch nie gesehen. Ja, ich hab's gesehen und ich kenn's eigentlich. Ja, ich hab's. Was? Langst du mir jetzt verwirrend? Ja, ich komm grad durcheinander. Moving to position. So, wo sind jetzt hier die. Wo ist jetzt hier der Kommandant-Typ-Dingen? Ich würde mal nachladen an einer Stelle. Big Boss. Ja, ich lade jetzt gerade nach mit meinen Leuten mal. Ich wollte mal mit der Tastatur ein bisschen durch die Gegend starren, hab die falsche Taste erwischt. Dann wollte ich statt an mir sehen, hab ich auf mein R erwischt. Oder hat er keinen nachgeladen? Ist doch toll. Nein, ich wollte schießen. Dann ist es wiederum nicht toll. Ja, er hatte nur einen Schuss verbraucht, der Kauz. Ich drück aus, zu sehen, er lädt danach. Runde war gelaufen. Was passiert? Durch diesen einen Sack sterben drei meiner Männer. Okay, das ist mies. Fucking Handgranate. I don't think we're alone out here. Und hätte noch ein Leben! Das heißt, ich hätte ihn gekillt! So oder so! Oh, der Sektoid ist aber. Der traut sich aber was. Der guckt nur. Auskundschafter. Also Kundschafter, nicht Auskundschafter.
Kundschaftet aus, aber es ist kein Auskundschafter. Huch! Wo will er denn hin? Der ist jetzt einmal da. Der ist einmal da runtergesprungen, um dann wieder hochzuspringen. Suizid, oder was? Nee, der hat halt. Der weiß, wie man heutzutage auskundschaftet. Der kennt die. War das der Anrufer? Ja. Ja, okay, der weiß, wie er das macht. Der jumpt gerne, glaube ich. Und jetzt wird auch noch scharf geschossen. Und zwar voll daneben. Taking fire over here. Ach, jetzt sieht er sie wieder nicht. Wie ist das denn möglich? Magie. Ich glaube auch. Im magischen Reich von Oz. Tim. Ach, der Drachen hat noch ein Medikit. Das fällt dir ja früh auf. Ich bin hier kurz am Verrecken und jetzt fällt dir auf, dass der Drache noch ein Medipack hat. Ja, dann kann es dir wenigstens gleich geben. Wo siehst du deinen Gegner? Das ist der Robocop, der sieht alles. Daneben. Auf einmal ploppt so aus dem Nichts daneben aus. Auf. Ja. Okay, der Schuss war auch nicht der beste. Zwölf! Wie frech die alle sind. Da kann ich mich nur noch am Bart kratzen. Tu das. Hab schon. Dann gute Arbeit. Yeah. So, hier kommt der Feldo angerollt. So fett bin ich nun auch wieder nicht. Die 300 Kilo, die ich auf die Waage bringe, die zählen jetzt nicht. Nicht? Ja, in einem Mech-Anzug sind das nochmal 5 Millionen mehr, glaube ich. Ich meinte jetzt so hier privat auf dem Schreibtischstuhl. Ja, ich weiß. Wie kann er denn mit 85% daneben schießen? Manchmal verstehe ich das nicht. Ey, bester Rekord XCOM, den ich hatte. 95% daneben. Ja, ich hatte glaube ich nur mal 90%. Zwei Schaden für diesen epischen Schuss. Ich weiß, es war eine Fähigkeit. Also ich persönlich würde mir nach so einem Effekt in die Verarschung kommen. Da unten ist der Sektoidenkommandant. Sektoidenkommandant. Oh, das ist 22 Schaden, ist schon ganz mies. So, Feldo, du kommst erstmal in Heilreichweite. Bin schon dabei, Commander. Hopp, 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 hopp. Nee, jetzt nicht den Anrufer heilen, sondern den Feldo. Oh, fucking Screensaver. Lustig, ist auch in meinem Stand-PC ist der Screensaver dieser Matrix-Bildschirm. Das ist ja gruselig. Ja, vor allen Dingen, man kann auch einstellen, dass da Nachrichten drin aufploppen in dieser, in diesem herabfallenden Buchstaben. Ist der Hammer. Kleine Sätze. LOL. Ja, könnte man machen. Ich habe da zum Beispiel so Matrix. Has you kill all? Und irgendwie so ein totalen Schwachsinn. Das ist echter Schwachsinn. So richtig echter Nerd-Schwachsinn. Daneben! What the fuck? Ein Doppel daneben sogar. Er hatte zwei Versuche, eine beinahe 50-50-Chance und hat keinmal es geschafft. Das ist echt bitter. Das hatte ich noch nie. Boah, Alter, habe ich gerade Pixel. Oh, jetzt habe ich wieder ein scharfes Bild. Jetzt sind wieder Pixel. Ich mag Pixel. Pixel sind schön.